Hallo, ihr Gwerlinge, es geht weiter mit Nokori in Pathfinder Wrath of the Righteous. Die Gefährten haben den roten Staub erfolgreich hinter sich gelassen, waren siegreich und möchten jetzt gern ihren Weg Richtung Schwarzwasser wieder aufnehmen. Es wird eine Weile dauern. An dem Ingame-Tag hatten wir schon die Armee gezogen. Ja, hier müssen wir mal reinschauen, was passiert ist. Ah ja. Die Veröffentlichung der von Krinuk erhaltenen Briefe. Ah ja, richtig. Das steigert das Materialpunkte-Einkommen noch weiter. Ich hatte mich in der letzten Episode gewundert. Aber das ist eine der Erklärungen dafür. Und hier, kauf deinen Mantel, unterstützt den Kreuzzug. Können wir jetzt machen, das läuft die ganze Zeit. 150 Materialpunkte haben wir. Geldmittelpunkte-Einkommen steigt um 20. Will ich das jetzt haben? Gibt es was Wichtigeres zu tun als das? Es ist wieder alles frei. Heilung der Riesen. Das steigt die Kreuzzugsmoral. Ah, Kreuzfahrtmoral. ich möchte die Materialpunkte, die ich jetzt habe, eigentlich lieber in Krankenhäuser investieren. Hier unten sind drei Städtchen, wo ich das gerne machen würde. Das ist mir gerade irgendwie wichtiger. Krankenhaus. Zack. Ja, auch hier wieder mal der Check, kein Lagerhaus zu machen. Das finde ich echt komisch. Geben sich gegenseitig einen Bonus, aber können irgendwie nur in einer Bastion nebeneinander stehen. Das ist alles doof. Hätte ich doch lieber einen Sammlerposten nehmen sollen, also Landsgeschichte. Also Landslösung des Problems, was im Logistikrat diskutiert worden ist. Das Steinlabyrinth bekommt auch noch ein Krankenhaus. Und wenn die dann mal fertig sind, wie lange dauert das eigentlich? 2 Tage, es ist aber schnell. Dann sind die nämlich schon quasi in Betrieb. Wenn Setsuna Scheu sich mit den nächsten großen Dämonenhorden anlegt. Genau. 5 Krankenhäuser habe ich jetzt. 3 in Bau, 2 könnten schon fertig sein. Ah, einmal kurz gucken. Ah, ich habe es doch gerade schon gesehen. Es war fertig, ich habe es gesehen. Da, es ist in Betrieb. Das sieht man ja schon bei der Übersicht. Gut. Ja. Dann geht jetzt nichts außer Moral zu erhöhen. Das brauchen wir nicht, machen wir nicht. Warten wir den nächsten Tag ab. Vielleicht mache ich dann diesen Erlass von Woljew, also dieses Andenken verkaufen. Und jetzt lassen wir erstmal den Ingame-Tag vorbeigehen, indem wir hier weiter die Helden marschieren lassen. Die Erschöpfung macht sich wieder breit, aber noch nicht breit genug. Wir rasten da an diesem Wegpunkt. Immer rein, wenn es kein Schneider ist. Ach, es sind nur Riesen. Das überspringe ich. War kein Problem. 3 Ascheriesen und 1 Spinne. Wir sind auf dem Weg zur Rast. Die wir jetzt einlegen. Ah, neuer Tag. Lass uns erst schauen, was hier Neues ist. Das Schicksal des Steins der Geisterpfade. Ja, das ist gerade zu teuer. Setsuna Scheu, du bist dabei, hier oben den Weg zu diesen Festungen zu finden. Vielleicht. Aha. Das kam jetzt unerwartet. Wie kommt man denn da oben rein? Hier etwa? Nee, glaube ich nicht. Nun gut. Nokori, du rastest mit deinen Kollegen, und zwar genau hier.
Do you know what I like, old Reggie? You know that all the talk about the Crusades and good deeds and true friendship ain't worth nothing. You don't try to deceive anyone. You're a rock, Grandpa Reggie, unshakable. You have my respect. Take your hands off my coin pouch and keep them where I can see them. Ich hab mich schon gewundert. Also, Woljew sagt, wisst ihr, was mir gefällt, Reggie oder Reggie? Ihr wisst, dass all das Gerede über Kreuzzüge, gute Taten und wahre Freundschaft nichts wert ist. Ihr versucht nicht, irgendjemanden zu täuschen. Ihr seid ein Fels, Großvater Reggie. Unerschütterlich. Respekt und Regel. Nehmt eure Hände von meinem Beutel und haltet sie so, dass ich sie sehen kann. Ach, herrlich. So, ein Spaß. Das hier führt jetzt nach Schwarzwasser, eine zerstörte Ansiedlung, die früher einem der Clans des alten Sarkoris gehörte, dem Schwarzwasser-Clan. Unter den Flüchtlingen, die der Dämonen-Invasion entkommen konnten, befindet sich kein einziger Vertreter dieses Clans. Wahrscheinlich wurde er vollständig ausgelöscht. Der einzige Vertreter, richtig? Ich möchte diesen Ort betreten. Oh, das sieht aber sehr modern aus. Der Metallwannen. Was ist das hier? Da geht ein Tor auf. Die hat ein elektrisches Licht. Ich fasse es nicht. Okay, das habe ich nicht erwartet. Das ist riesengroß. Okay, also die nächsten drei Episoden mindestens verbringe ich hier drin. Wow, ist das groß. Das ist eine der größten Karten, die wir bisher jemals hatten. Wow. Ja, da werde ich gleich mal ein bisschen Rindenhaut auszahlen, mal speichern und dann legen wir los. Fein, fein. Auf geht's, da kommen wir her. Und Woljew bewundert die Wände. Das sind große Platten aus Kupfer oder einem anderen Metall, wie es aussieht. Die Tür geht auch von alleine auf. Ja, hier diese Lampen. Also, wow. Oh, und hier geht's schon los. Stab Blitze herbeirufen. Hm. Damit kann man genau was tun. Ja, Blitze herbeirufen ist mir klar. Aber ich will es genauer wissen. Und dazu muss ich ihn finden, hier. Ah ja, das ist so ein Blitzstrahl. Verstehe. Das sieht sehr modern aus. Die hatten sogar Computer. Irgendwas stimmt hier nicht. Ha! Kreuzfahrer. Eure Niederlage ist berechenbar. Ihr seid zu schwach. Legt eure Waffen nieder. Dann wird euer Leben verschont. Sagt irgendwer. Widerstand ist zwecklos. Ihr könnt nicht siegen. Kapituliert. Ergebt euch! Freiwillige Modernisierung ist weniger schmerzhaft als die Alternative. Hey! Langsam, Freunde, was seid ihr für welche? Level 12 Kämpfer. Ist das Ding hier wichtig? Level 13 Magier, Kämpfer, Kämpfer, Kämpfer. Dann ist der Magier zuerst dran. Der da will uns was antun. Ausnahme Adamant, ja klasse. Na, warte mal ab, Woljew.
steht er wieder ganz toll da, Freunde. So, Galfried auf den Magier. Das war gar nicht Galfried, das war nur Kori. Sie stand hinter Galfried. Ja, es war so nicht gedacht. Vor allen Dingen nicht, dass du daneben haust, Liebes, ey. Eine 4. Oh. Okay. Können wir denn hier was tun? Ja, die haben eine massive Schadensreduzierung. Wir brauchen Adamant. Das heißt, die sind richtig übel. Die sind richtig übel, selbst dann, wenn sie so klein sind. Voljev. Ey. Bumm. Ja, so macht man Schaden. Ach, das ist hier so ein... Ah, die Pylone war das hier. Dieses, was auch immer es ist. Boah. Respekt. Wir brauchen Schutz vor Blitz. Weiß ich jetzt. Alles klar. Ich habe gespeichert. Kein Problem. Möchtest du dich mal hinlegen? Möchtest du? Nicht? Oh, kritischer Treffer 75. Das sieht alles nicht gut aus. Ja, ich kann aber auch ein bisschen austeilen. Wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, dann nicht so. Wir brauchen dringend, wer kann es das geben? Deran und Sosiel hoffentlich. Blitzschutz, sonst war es das hier ziemlich schnell. Einmal nur. Warte mal. Borstel, du stehst abseits. Regel. Du leistest hier gar nichts. Deran, wir brauchen ganz dringend... Schutz vor Energie. Elektrizität. Und dann geh da weg. Schattenfall, ist der Weg jetzt frei? Ja, nicht frei genug. Nächstes einmal ausschalten. Von dir brauchen wir jetzt eine Fokussierung. Danke. Du stehst da mittendrin. Das ist nicht gut. Geh da mal ein bisschen weg. Jetzt sind zwei dran. Okay, sie laden auf. Das ist alles sehr unschön hier. Nokori, gib uns... Das ist der Schutz. Ah, das ist doof. Aivu. Ah, man kann sie deaktivieren. Ach so.
Voljiv, du hast eine neue Aufgabe. Glimpflich. Ja, geh mal dahin. Nächste Runde dann. Der Typ nervt mich. Abwarten. Ah, die kriegen auch Schaden. Oder? Nein, wir lassen sie nicht an, die Kanonen. Ist jemand von uns gestorben? Ich hoffe nicht. Nee. Der Schutz hat gut gewirkt. Alles klar. Galfried. Wir hauen sie jetzt um. Oder auch nicht. Regeneriert auch noch. Mann, sind das Saftsäcke. RK42, RK28. Dann auf den da. Aber warte mal. Wir können ja wieder auf Finnean umstellen. Nicht dran gedacht, schade. Weil Finnean haut nämlich ganz anders rein hier. Regil. Deran, wir brauchen Heilung. Danke. Schattenfang. Okay. Oh, die geben gute Erfahrung, immerhin. Soziel. Sicherheitshalber wäre ja Energiewiderstehen nochmal wichtig. Das ist der Schutz. Hier. Nochmal gegen Elektrizität. Ach, du kannst es nicht. Ah, stimmt. Da war ja was. Irgendwer konnte es nicht. Und jetzt weiß ich, wer das ist. Nämlich Soziel. Dann geht er wenigstens weg. Wow. Voljiv, die laden wieder. Regil ist gleich down. Null. Der ist ja gegen alles immun, der Sack. Ja, gegen Schall, natürlich. Steht ja auch da. Ist jetzt nur die eine oder ist es auch die andere? Oder wie ist das jetzt? Werden wir erfahren. Nächster. So, sicherheitshalber. Du kannst uns das nicht... Doch, du kannst es auch geben. Gib du uns das. Energie widerstehen. Geh ein Stück näher hier ran. So, sind alle dabei? Ich denke schon.
Endlich. Das hätte ja auch eine Weile, nämlich 10 Minuten. Gut. Aha, genau zur rechten Zeit. Der gestärkte Verteidiger hat 55 Schaden eingesteckt. Sehr gut. Lan, du hast jetzt den richtigen Bogen. Und hoffe, du hast den Bogen auch raus. Ja, Lan ist ja der Hauptdamage-Leader, den wir haben. Und wir haben nur noch diesen einen Stinkstiefel hier. Regil, du gehst da mal weg. Sicher ist sicher. Dera, du heilst uns nochmal. So langsam weiß ich ja, wie das hier läuft. Und da ist Schattenfang. Sosiel. Auch nochmal heilen. Ja, du kannst dich mit den Tierchen anlegen, das wirst du nicht schaffen. Hier wäre ich nochmal. Ach nee, das bringt ja nichts. Ja, wobei doch, jetzt schon. Voljev schaltet das Ding aus. Gut. Jetzt machen wir dich kaputt hier, komm schon. Alle drauf. Nicht nur Lan. Aber auch Bär. Wow. Die Ansammlung, nein, Ansiedlung des Schwarzwasserclans besuchen. Also hier geht echt was ab. Wollte ich mal auf diesen Krach zu machen, es nervt. Da kommt irgendeine Arbeiterin und fegt. Okay. Das ist alles sehr seltsam hier. Kommt mal zusammen. Also Regil braucht noch Zuwendung und Sosiel. Einmal links und einmal rechts. Das muss reichen. Und jetzt müssen wir uns hier umschauen. Was haben die dabei? Die haben, oh, einiges dabei. Kampfstab plus 1 und Zweihänder plus 1. Gut zu verkaufen, aber im Moment nutzt es nicht viel. Und leichte Wunden heilen. Die Brüder hier unten. Was Ähnliches. Gestärkter Rekrut. Ja. So, diese Konsolen hier. Was machen die? Magischen Gegenstand benutzen. Puh. Tiersteuerung. Magischen Gegenstand benutzen. Schwierigkeitsgrad 35. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ich bin wieder irgendwo, wo ich nicht hätte hingehen sollen. Stimmt's? Ich habe doch nur plus 22. Ich muss mindestens eine 13 würfeln. Oh, das ist unwahrscheinlich. Ich habe meiner Erinnerung nach auch nichts, was da hilft. Außer dem Flügel. Hast du den? Wer hat den Flügel? Den hat Aivu. Ich versuche das jetzt. Voljev, komm. Das schaffst du. Ich glaube an dich. Und wenn nicht, ist auch egal. Magischen Gegenstand benutzen. Was ist das? Ja. Voljev hat jetzt magischen Gegenstand benutzt. Ich glaube, er war da der Beste, hoffe ich zumindest. 27. Ich muss eine 8 würfeln. Ja, nur Kori kann das gar nicht. Und alle anderen, die ja dabei sind, können das auch nicht.
Auch Aiwu dürfte das nicht können. Ja, 17 immerhin. Aber ist schlechter als Wolf. Das war schon genau der Richtige. Wolf, 8 Würfeln. Das kannst du schaffen. Das ist alles nicht so wild. Na, 18. Das ist mein Schurke. Der Mechanismus, der das Tor kontrolliert, ist kompliziert und dir völlig unbekannt. Aber du vertraust deinen Instinkten und es gelingt dir, die Maschine zu bedienen. Jetzt kommen wir ja wieder raus. Das wäre vorher gar nicht gegangen. Das verstehe ich jetzt erst. So, da können wir die Tür aufmachen, die da. Aber wir gucken erstmal, wo diese beiden Türen hinführen. Nach unten vielleicht erstmal. Diese komischen Arbeitsdrohne, die lassen wir mal arbeiten. Die scheinen erstmal nichts zu tun. Vielleicht brauchen wir die noch. Es gibt ein Fließband hier. Also an die Kulisse muss ich mich erstmal gewöhnen. Öffnen. Naja, kommt hier zusammen. Ich speichere hier lieber einmal zu viel als zu wenig. Die Tür war offensichtlich offen. Ach, wieder so ein Typ. Komm doch. Ja. Die Tierchen an die Front. Regel lässt sich ein bisschen zurück. Jetzt wissen wir ja, dass sie echt was drauf haben. Und auch Lan kommt dazu. Die werden ja bald um die Ecke biegen, alle, ja. Du stellst dich mal genau da in die Mitte. Die schießen. Oh, da gibt es auch einen Schurkenverschnitt. Mann, ich habe geahnt, dass das blöde wird hier drinnen. Kannst du da nicht angreifen? Der geht. Ach, weil du den gar nicht siehst oder was? Doch, du kannst den auch angreifen. Dann mach das bitte. Oh, der liegt. Was für ein Glück für Woljew. Ja, fast überlegen. Könnte hier zuzufassen, ha? Ich meine, der liegt, das ist hinterhältig. Aber ich wollte Wolf eigentlich von der Front weg haben. Ach, wann schon. Das kann ich jetzt auch noch besorgen. Hüpf hinter Schattenfang. Gekonnt. Regil, vielleicht bist du der Richtige, der... Das sind Scharfschützen, RK-31. Du fängst dir eine ein, wenn du an dem vorbeiläufst. Aber der zieht als nächstes, dann fängst du dir vielleicht zweimal eine ein. Komm, das musst du schaffen. Oh, 72. Muss es denn ein Crit sein, ehrlich? Muss es denn wirklich ein Crit sein? Würfelt ja eine 19. Echt, das ist nicht zu glauben. Ja, das sieht nicht so gut aus jetzt. Kann Deran schon mal zum Wiederbeleben in die Nähe kommen.
aber wartet erstmal ab. Soziel. Wir werden dich brauchen. Schattenfang. Ich habe was gegen diesen Assassinen. Aber leider nicht genug. Immerhin, du stehst über ihm, wenn er aufsteht, hast du einen Gelegenheitsangriff. Aibu. Ich wusste doch, dass das eine ungesunde Gruppe ist. Eins. Ja, wart noch weiter. Vernichtungsstrahl. Boah! Jede Menge Schaden auf Woljew. Das ist schon wieder Betrug. Nokori. Dahin, dorthin, überall hin. Wenn der aufsteht, muss er es knüppeldick bekommen. Ja, dich würde ich jetzt fast woanders hinziehen, nämlich zu dem da. So, Lan. Der hat eine RK von 28. Dreht dir gerade den Rücken zu. Go. Ist er jetzt tot? Nee. Ah, danke für den Beitrag auf alle Fälle. Deran. Es ist jetzt... Da steht ja noch einer. Ja, geh mal auf die Treppe. Du wirst gleich da hinten Regil wiederbeleben dürfen. Was war das? Ey, der Scheiß-Assassine steht wirklich wieder auf. Das ist doch nicht zu glauben. Woljew, die haben dich alle nicht lieb. Bleib mal da stehen. Regil. Ich habe alles nicht gesehen, was hier gerade alles passiert ist. Das ist alles viel zu viel. Du machst Schaden, aber viel zu wenig. So, Siel, wie geht's dir? Halbwegs gut. Du stehst neben diesem Stinkstiefel. Teilweise Genesung geht nicht mehr. Gib uns mal einen Segen. Woljew nicht. So, Schattenfang. Ja. Ja, machen auch Siege und Treffer. Ja. Es gibt immer 500 Punkte. Also wir sind dann bald aufgelevelt, wenn das so weitergeht. Aber nicht zu früh freuen. Verzweiflung. Nokori. Oh, 16, 19 reicht nicht. Borstel. Lan. Schieß ihm in den Rücken. Ach nee, RK 42. Das ist eigentlich scheiße. Der da.
Ah. Du kannst hier irgendwie durchschießen oder oben drüber oder irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber mach's. Das hätte besser sein können und müssen. Mal ein bisschen Heilung auf alle. Die regenerieren auch noch. Der Typ liegt immer noch. Egal, ich will mich damit... Jetzt bist du auch böse? Doch gar nichts gemacht. Galfried, brauchen wir dich hier? Ich meine, der Typ macht ja kaum Schaden. Dann schmeiß lieber den mal um. Und Regil kümmert sich um den. Lan ist spät dran. Jetzt machst du gar keinen Schaden mehr. Es wird nicht besser. Woljef ist tot. Lebensatem. Du stehst direkt daneben. Es muss gehen. Soziel wirkt Lebensatem. Woljef ist gerade gefallen. Soziel steht daneben. Eine kürzlich gefallene Kreatur ins Leben zurückgerufen. Passiert das jetzt oder passiert das jetzt nicht? Keine Ahnung. Das ist ein Scheiß-Dungeon hier. Vor allen Dingen, weil meine Wiederbelebung nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum. Sie funktioniert einfach nicht. Warum funktioniert sie nicht? Wieso geht das nicht? Woljef, du bist... Irgendwas ist hier ganz seltsam. Ja, so sie als Zaubers hängen geblieben. Aus irgendwelchen Gründen. Jetzt ist er erst wieder da. Ja, klasse.
Okay, das verstehe ich nicht, warum das so komisch war. Du kannst nicht außer Reichweite krabbeln. Das ist schade, dann bleibst du liegen. Jetzt räumen wir hier mal auf. Aivo, kommst du eigentlich? Ach, du bist wieder aufgestanden. Okay, die sind offenbar kein Problem. Nokori. Den trifft keiner. Ist das denn wirklich wahr? Mann! Also auf die Arbeiter muss man nicht achten. So. Lan. Danke. Wo liegt hier noch... Ach, der da. Ah, verstehe. Galfried? Na, daneben. Woljev, kannst du jetzt hier in Sicherheit krabbeln? Was kannst du? Wow. Regil, hau erstmal den um, der da schon liegt. Das scheint nicht zu gehen. Der hat minus 260. Was genau hält dich am Leben? Das ist doch wirklich Betrug. Ah, ja, echt eine ganze Menge Sachen hier. Cyborgisierung. Augenimplantat. Oh je. So, Siel. Schattenfang. Und Aivu. Ah, kann sogar angreifen. Daneben. Bedrohe ihn. Wirkt. Borstel. Kommt's nicht ran. So, Lan. Die liegen beide. Aber irgendwie stehen sie auch irgendwann wieder auf. Gut, das war jetzt zu viel. Voljev macht gar nichts mehr. Regil. Minus 218. Kommst nicht ran. Aivu? es irgendwie, also warum konnte Galfried zu einem killen und alle anderen können es nicht? Der hat minus 501 Trefferpunkte. Sogar der antrifft. Galfried? Galfried macht den alle. Warum? Warum macht Galfried den alle? Oh, hier halt einer. Was, wie, wo? Ach, mit dem können wir reden. Ja, gut. Also, wir brauchen erstmal eine Genesung auf Gevatter Woljev. Das kann Deran besorgen. Nein, nicht Deran, der andere Deran. Der andere Deran namens Soziel. Das war ein harter Kampf. Ich war kurz davor zu laden, weil es mit der Wiederbelebung nicht klappte, was ich nicht verstanden habe, aber es war halt so ein bisschen Irrung und Wirrung hier. Es ist okay.
sammelt euch. Wir werden mit diesem Typen reden. Ich teile mal ein bisschen Heilung aus vorher. Hier ist ja ein Kampf gestartet. Warum? Gegen wen? Ach, gegen den? Wieso bist du jetzt böse? Ich habe fokussiert. War das schlimm? Warst du in der Wirkung der Fokussierung drin? Und wenn ja, warum ärgert dich das so? Daneben, eine 1, eine 2 hätte gereicht, Mensch. Machen wir es wieder spannend heute, ja? Boah. Gibt nur 9 Erfahrungspunkte. So, wir reden mit diesem Zauberwirker. Einer der besiegten Feinde ist noch am Leben. Obwohl er schwer verwundet ist, versucht er immer wieder vergeblich aufzustehen. Du hast nun die Gelegenheit, ihn etwas näher zu inspizieren. Sein Körper ist mit Clan-Tätowierungen bedeckt und es sieht aus, als sei ihm die Schädeldecke mit einem mächtigen Hieb sauber abgetrennt worden. Ein seltsames, stacheliges Objekt, das einer Krone oder einem Stirnreif ähnelt, ziert den Kopf des Kriegers. Lange, dünne Stacheln ragen von dem Stirnreif in die klaffende Wunde hinab und bohren sich geradewegs in sein freiliegendes Hirn. Schön! So einen Text wollte ich immer schon mal vorlesen. Könnt ihr mich hören? Der verwundete Sarkurianer ignoriert deine Worte. Er ist allein auf seine Versuche konzentriert, vom Boden aufzustehen. Er scheint dich nicht einmal zu bemerken. Ja, es sind keine Dämonen. Untersuchen? Bei genauer Untersuchung zeigt sich etwas wahrlich Grauenhaftes. Der Kopf des Kriegers wurde ganz offensichtlich bewusst und mit chirurgischer Präzision so verstümmelt. Der obere Teil seines Schädels wurde abgesägt und zahlreiche dünne Metallstacheln wurden tief in das freiliegende Gehirn gesteckt. Hin und wieder leuchtet einer der Stacheln des Stirnreifs kurz auf und ein Blitz verläuft an ihm entlang, wodurch der Körper erneut zuckend versucht aufzustehen. Dem Aussehen der anderen Wachen nachzuurteilen, wurden sie alle derselben grauenhaften Prozedur unterzogen. Können wir ihm helfen? Sobald du deine Hand auf den Krieger legst, ertönt aus seinem Mund ein monströses, abnormal hohes Heulen. Es ist unklar, wie seine Stimmbänder diesen grauenhaften Klang überhaupt erzeugen können. Ein gewaltiges Zucken fährt durch den Körper des Soldaten und der Stirnreif auf seinem Kopf beginnt zu leuchten. Die Vorrichtung mal anfassen? Als du den grausamen Stirnreif auf dem Kopf des verwundeten Kriegers berührst, bricht einer der metallenen Stacheln, die in seinem Hirn stecken, mit einem Knacken ab. Offenbar wurde er im Kampf beschädigt und ist durch deine Bewegung vollkommen abgebrochen. Der Sarkurianer erstarrt augenblicklich. Seine Lippen werden fahl und er flüstert. Meister, ich kann euch nicht mehr hören. Befehligt mich, Meister. Wer seid ihr? Der verwundete Krieger dreht sein Gesicht zu dir, doch seine Augen scheinen durch dich hindurchzusehen. Meister, ich höre euch wieder. Befehligt mich. Ich bin die erste Verteidigungslinie. Ich bin der Hüter der Mission. Ich bin eine materialisierte Funktion, ein ausgeführter Befehl. Wer hat den Befehl gegeben, mich anzugreifen? Ihr wart das, Meister. Ihr habt den Befehl erteilt. Ihr habt die Funktion zugewiesen. Ich habe ihn noch nicht ausgeführt. Das werde ich. Wie heißt ihr? Ein Name ist eine Lüge. Ein Name ist unnötig. Eine Funktion ist alles, was nötig ist. Ein Befehl ist nötig. Aha. Als du den Stirnreif loslässt, verliert der Sarkurianer augenblicklich wieder das Interesse an dir. Er hat gesagt, er will uns töten, wenn er wieder auf den Beinen ist und er regeneriert. Der Krieger nimmt deinen Schlag mit stummer Gleichgültigkeit hin.
Es scheint, als wäre sein eigener Tod für ihn kein ausreichend wichtiges Ereignis, als dass er davon Notiz nehmen müsste. Das ist eine seltsame Formulierung. Also, wir haben hier es mit Borgs zu tun. Oh, was ist denn das? Oh je, das gucken wir uns auch an. Aber erstmal, Woljev sieht da bei sich. Ja, sehr schön. Und sammelt den ganzen Kram hier ein. Nichts, worum wir uns kümmern müssten. Die Wunden des Toten wurden sorgsam bandagiert. Doch die Verletzungen waren zu schwer und haben zu seinem Tod geführt. Und das hier? Der tote Kreuzfahrer auf dem Bett war schwer verwundet und hat stark geblutet, was an dem dunkel gefärbten und scharf riechenden Laken unschwer zu erkennen ist. Aber die Frage ist, wer ist für die Verwundungen zuständig? Es ist ja eine Art Behandlungsstation hier. Der Anblick der festen Riemen, mit denen hilflose Verwundete an die Betten geschnallt wurden, ist widerlich. Hier. Dieser Leichnam hat wenigstens einige Monate auf diesem Bett gelegen und wurde langsam mumifiziert. Das ist auch seltsam. Hier. Von den Überresten des unbekannten Kriegers geht eine heilige Aura aus. Sein Tod durch die Hand der Dämonen war der Tod eines Märtyrers. Ah, wir können hier die Verderbnis zurückdrängen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, das mal zu tun. Das lohnt sich, aber ich weiß es nicht. Wobei, wenn wir hier noch schlafen müssen, und das macht den Eindruck, dann sollten wir das aufheben. Das machen wir später. Ich gehe hier erst wieder raus, wenn ich Antworten habe. Weg. Die beiden haben auch keine Beute mehr. Die waren hier dran an diesem Ding. Den können wir aufmachen. Dahinter ist dann wer weiß, was für die nächste Gruppe. Hier, Wissen Welt. Wir wissen aber nicht, was für eine Schwierigkeit. Das ist Derans Metier. Aber er hat keine Ahnung. 11 hätte ich gebraucht. Die unheilvollen Instrumente auf dem Tisch können nur dazu gedient haben, schreckliche Qualen zu verursachen. Das ist jetzt Derans Meinung. Aber das ist ja vielleicht nicht richtig. Nun gut, wir haben ja in einer Episode das hier alles geschafft. Toll, oder? Und die Episode ist sehr lang, deswegen ist sie hier zu Ende. Die Helden stellen sich auf vor dieser Tür. Das Klingeln von diesem Märtyrer, das nervt mich. Die Helden stellen sich hier auf und sind hoffentlich irgendwie vorbereitet für was auch immer uns da angreift im nächsten Teil. Bis dahin.